Guten Morgen, meine Lieben. Für uns geht's heute in die Berge von Chevelchet, unter anderem zur längsten Zipline der Welt, über eine ca. 20 Kilometer lange Bergstraße. Danach geht's noch in die City von Ras Al Khaimah. Was uns dort erwartet, schauen wir uns an. Hallo, ich bin Hi. Marion. Hi Marion, ich bin der Mario. Mario. Christina. Wo sind wir heute genau? Wir sind in den Bergen von Chevelchet im Hadscha, in den Hadscha Mountains, nicht Hadda, sondern Hadscha. Wir sind ungefähr auf 1400 Meter Seehöhe, das ist schon ziemlich hoch oben und es ist ein sehr, sehr trockenes Gebirge. Also es gibt hier kein Wasser, es hat da zum Beispiel jetzt schon über ein Jahr nicht mehr geregnet, wie uns die Marion vorhin erzählt hat. So, wir sind angekommen am Base von der Zipline, wo wir jetzt vom Bus abgeholt werden. Wir satteln jetzt gerade um auf die GoPro. Jetzt sind wir in voller Montur. Jetzt geht es gleich los mit dem Bus rauf zur Zipline. Wie wir gehört haben, wird das bis zu 150 km/h schnell. Dauert auch über 3 Minuten diese Fahrt, also wird definitiv was zu sehen gehen. Wir haben jetzt beide auch eine GoPro montiert. Einmal nach vorne, einmal zum Gesicht. Also wir werden euch hier die volle Experience der Zipline bieten. Das ist jetzt die Marion von unserer Tour dubai-privat.de, richtig? Genau. Genau, wir werden euch den Link natürlich auch in die Infobox stellen. Also wenn ihr diese Tour hier macht in Chevelchet, dann unbedingt mit der Marion buchen. Das ist auch die einzige Reiseleitung, die mit hier ganz rauf darf. Auch alles in Deutsch, super, kann ich absolut nur empfehlen. Wir sind jetzt oben angekommen, am Startpunkt von der Zipline, wo wir jetzt unsere Einweisung bekommen und alles andere sitzt dann von der GoPro aus. Und dann werden wir mal schauen, ob die Lady Angst hat oder nicht. Ja. Oder ich. Ich denke, sie hat die andere Angst. Thank you.
sind jetzt auf einem von zwei Fischmärkten hier in Ras El Khaimah. Interessant, was hier abgeht. Also auch, sind jetzt, glaube ich, die einzigen Touristen hier. Aber das ist halt mal der richtige Teil der Emirate und nicht immer nur alles Glanz und Glamour. Hier sieht man mal, wie die Menschen so wirklich leben. Das ist sehr eindrucksvoll. Fisch für die Madame? Für mich als Veganer hier am Fischmarkt nicht so toll, aber interessant zum Anschauen. Okay, wo wir jetzt gerade vorhin waren, das war nur für die Großhändler. Jetzt gehen wir in den Retail-Bereich. Jetzt geht es noch weiter in den Gemüsemarkt. So, jetzt sind wir im Gemüsemarkt und man hört schon wieder, man will uns was verkaufen. Wir haben jetzt eingekauft 6 Stück Gurken, 2 Stück Orangen, 2 Stück Paprika und haben für das Ganze umgerechnet 1 Euro bezahlt. Wobei die Qualität Wahnsinn ist und das ist auch alles, was es hier gibt. Zu 80 bzw. 85% wird das hier in der Region angebaut. Also es ist schon richtig, richtig toll, wenn man die Möglichkeit hat, dass man sich das einmal anschauen kann. Und wir haben Zitronen gekauft, keine Orangen. Oh, sorry, Zitronen sind by the way importiert. Okay, jetzt wissen wir das auch. Wollen wir Minze? Ja. Ja, wir nehmen. Okay, dann nehmen wir die Hälfte und dann teilen wir die noch, ne? So, wir sind jetzt aus dem Gemüsemarkt raus. Unsere Ausbeute ist jetzt das. Wir haben uns ein bisschen was gekauft. Und es ist irre, bei kompletter Bioqualität und alles regional haben wir jetzt knapp 4 Euro bezahlt für sicher 3 Kilo Gemüse. Wir sind jetzt hier in Ras El Khaimah. Da hinten seht ihr die zwei höchsten Gebäude hier. Die sind so 40 Stockwerke hoch oder 42, glaube ich, sind die höchsten Türme hier. Da der Scheich nicht möchte, dass hier das zweite Dubai so unter anderem entsteht. Deshalb ist es hier auch verboten, so Hochhäuser zu bauen. Und höher wird es auch hier in Zukunft nichts geben. Hinter mir seht ihr die Altstadt, bzw. das alte Ras El Khaimah, wo man die Mauern teilweise mit Korallen gebaut hat. Teilweise leben hier auch noch Arbeiter, so wie zum Beispiel Taxifahrer, die sich hier ihre Zimmer teilen. Vermutlich einer der Klassiker in der Wüste. Autos im Sand. Wir sind jetzt festgefahren und müssen warten, bis uns der Abschleppdienst hier wieder rausholt. Das Auto ist jetzt wieder fit. Wir sind aus dem Sand heraus und jetzt fahren wir straight on in die Wüste und schauen, ob wir mit der Drohne heute den wunderschönen Sonnenuntergang einfangen können. Ein schöner, aber anstrengender Tag geht nun wieder zu Ende. Wir sind jetzt gerade 1,5 Stunden von Ras El Khaimah
wieder zurück ins JBR gefahren. Ja, kurz Revue passieren lassen. Jebel Shay, die längste Zipline der Welt, war sehr, sehr cool. Wir hatten noch ein paar Pannen. Wie gesagt, zunächst ist uns der Jeep stecken geblieben im Sand. Danach habe ich die Drohne verloren irgendwie. Bin ich zu weit geflogen und dann ist die 500 Meter in der Wüste abgesoffen und ich musste die suchen gehen. Gott sei Dank habe ich sie auch wieder gefunden. Und wie gesagt, das war es auch schon wieder fürs heutige Video. Ich hoffe, der Content hat euch gefallen. Wenn ja, lasst uns einen Daumen nach oben da, abonniert unseren Kanal, läutet die Glocke und wir sehen uns dann nächste Woche beim nächsten Video. Ciao!